Russland plant öffentliche Hinrichtungen in der Ukraine, wenn Städte eingenommen werden, um die Moral zu brechen, behauptet ein europäischer Geheimdienstmitarbeiter. Europäische Geheimdienstmitarbeiter behaupten, Russland plane öffentliche Hinrichtungen. Ein Durchgreifen bei Protesten in der Ukraine und die Inhaftierung von Gegnern sind ebenfalls angedacht. Ein durchgesickertes Dokument deutet darauf hin, dass das Ziel darin besteht, die Moral in eroberten Städten zu brechen. Europäische Geheimdienstmitarbeiter behaupten, Russland plane öffentliche Hinrichtungen in eroberten ukrainischen Städten, um die Moral zu brechen. Das Durchgreifen bei Protesten, die Inhaftierung politischer Gegner und öffentliche Hinrichtungen sollen alle Teil der Invasionsstrategie sein. Die Quelle der Informationen ist ein anonymer Beamter, der behauptete, Dokumente des russischen Geheimdienstes Föderaler Sicherheitsdienst gesehen zu haben, berichtet Bloomberg. Die Agentur plant auch eine gewaltsame Massenkontrolle und repressive Inhaftierungen von Protestorganisatoren, um die ukrainische Moral zu brechen, fügte Bloombergs politische Redakteurin Kitty Donaldson hinzu. Als der achte Tag der weithin verurteilten russischen Invasion in der Ukraine begann, sagte ein trotziger Präsident Putin dem Franzosen Emmanuel Macron, dass er beabsichtige, seine militärische Eroberung der Region vollständig zu verwirklichen. Damit wird die Regierung in Kiew abgesetzt, die weltweit für ihren Trotz angesichts der überwältigenden militärischen Aggression Anerkennung gefunden hat. Russische Truppen marschieren auf die südöstliche Stadt Mariupol zu, obwohl die Ukraine immer noch die Kontrolle über die Stadt hat. Das russische Militär erklärt auch, dass es die Kontrolle über Cherson hat, und lokale ukrainische Beamte bestätigten, dass russische Streitkräfte das Hauptquartier der lokalen Regierung in diesem Schwarzmeerhafen mit 280.000 Einwohnern übernommen haben, der ersten größeren Stadt, die seit Beginn des Krieges gefallen ist. Heute hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Putin erneut aufgefordert, sich mit ihm zu treffen, um eine Einigung zu erzielen. Er sagte, ich muss mit Putin sprechen, die Welt muss mit Putin sprechen, denn es gibt keine anderen Möglichkeiten, diesen Krieg zu stoppen. Die Vereinten Nationen berichten, dass mehr als 1 Million Flüchtlinge in die Nachbarländer fliehen und damit eine der schlimmsten humanitären Krisen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen. Laut ukrainischen Medien sind russische Truppen auch in die südliche Stadt Enerhoda eingedrungen, ein wichtiger Energieknotenpunkt am Dnjepr, auf den etwa ein Viertel der Stromerzeugung des Landes entfällt. Es ist der Standort des Kernkraftwerks Saporischschja, des größten in Europa. Der Bürgermeister von Enerhoda sagte, dass ukrainische Streitkräfte an den Rändern der Stadt gegen die russischen Truppen kämpfen. In den Außenbezirken einer weiteren strategischen Hafenstadt am Asowschen Meer, Mariupol, gehen schwere Kämpfe weiter und stürzen sie in Dunkelheit, Isolation und Angst. Strom- und Telefonverbindungen sind größtenteils ausgefallen, und Häuser und Geschäfte sind mit Nahrungs- und Wasserknappheit konfrontiert. In der nördlichen Stadt Tschernajew wurden weitere Bombenangriffe gemeldet, wo nach Angaben von Notfallbeamten bei einem russischen Bombenangriff auf ein Wohngebiet mindestens 33 Zivilisten getötet und 18 verletzt worden waren. Rettungskräfte mussten ihre Suche in den Trümmern wegen erneutem Beschuss einstellen.